Und damit herzlich willkommen zu Let's Play Yoshi's Woolly World. Ja, ich habe eine Abstimmung gemacht und Yoshi's Woolly World hat mit, keine Ahnung wie viele Stimmen, auf jeden Fall gewonnen. Und ja, ich habe auf jeden Fall Bock auf das Spiel. Neben Donkey Kong, ja, wollte ich das Spiel sowieso. Und ja, jetzt kommt das und bestes Spiel und Yoshi und Wii U und Wolle und... Beginnen wir. Mit Betrug, was hier Welten sind, auf jeden Fall schon mal. Dann löschen wir auf jeden Fall mal das Pinke hier. Ja. Und können direkt mal ein neues Spiel starten. Klassisch oder entspannt. Wir nehmen auf jeden Fall klassisch. Auch wenn ich keine Ahnung von Yoshi habe. Also ich habe es noch nie durchgespielt. Und ob wir 100% spielen, weiß ich auch nicht. Wie war das? Was habe ich immer genommen? Puh. Keine Ahnung. Ich nehme einfach mal, ja, Typ B. Und ja, wir beginnen mit der Story. Genau. Willkommen auf dem Wollatoll, einer kleinen Insel inmitten des Bastelmeers. Hier leben die Yoshis, glücklich und in Frieden. Doch eines Tages... Was ist passiert? Oh Gott, Kamek. Kamek. Hallo kleine Yoshis. Ich muss euch leider aufdröseln. Danke für euer Verständnis. Ach komm, nee. Oh Gott, was ist mit dem Yoshi passiert? Er wurde in 5 Superwollen zerteilt. So dauert das ja ewig. Kommt schon, jetzt alle auf einmal. Nein, Yoshi. Oh, da haben sich 2 gerettet. Die werden wahrscheinlich spielen. Ja, und der eine, der chillt da oben links, ne, und ist jetzt zerteilt worden. Und Kamek sammelt alle Wollen ein und... Das müsste reichen. Ich mache mich mal wieder auf den Weg. Bis dann. Aber die 2 Yoshis halt lassen das nicht zu. Aber das bringt aber auch nichts. Ja, cool schon. Deine checkt nicht, wo Kamek ist und der andere hat es nicht geschafft. Ich habe die Schere rein mit Yoshi sowas von satt. Assi Kamek. Ja. Ein paar Superwollen lässt er auch fallen, die sind dann in Leveln verteilt. Und ja. Das wunderschön schwere Spiel, ohne schwer wie Donkey Kong Spiel. Muss ich jetzt beginnen? Doch bei seinem Abflug verliert Kamek etwas Wolle. Die Yoshis hatten eine Lagebesprechung ab. Wie retten wir die anderen? Wir müssen die Wolle zurückholen. Schnell, schnappen wir uns diesen Halunken. Und so beginnt ein neues, aufregendes Abenteuer für die Yoshis. Werden sie ihre Freunde retten können? Viel Glück, Yoshis. Ja, das packen wir schon. Ich bin ja, aber ich will nicht pink sein, ich will rot sein. Ich bin jetzt rot. Und ja, das Spiel ist 2015 rausgekommen. Ich glaube, Juni. Juli 2015. Als ob schon wieder so lange her, das kann doch nicht sein. Oh Gott. Es geht also schnell rum. Und ja, auf jeden Fall beginnen wir jetzt mit Welt 1. Und im ersten Level. Woll Yoshis, Verstreckungen. Habe ich schon mal gesagt, ob ich 100% spiele? Ich weiß es nämlich nicht. Das mit den Herzen war ja schon schwer und mit den Stempel. Superwollen und Blumen auf jeden Fall. Alles klar, so ist der Beste. Alles klar. Und ja. Ein Woll-Yoshi-Spiel. Mit der geilen Musik. Alles ist aus Wolle. Wir müssen jetzt die anderen Yoshis retten. Mit den Superwollen da halt. Und Kamek. Besiegen. So. Ein Stempel haben wir schon mal. Ja, es gibt 20 Stempel pro Level. Muss nur mal gucken. Okay, so schießt man ab. Nein, ich will nicht nochmal. Muss ich noch die Steuerung kurz richtig begreifen. Und da ist noch schon die 2. Blume. Und ein 2. Stempel. Weil 20 Stempel, 20 Herzen, 5 Blumen und 5 Superwollen ist schon ziemlich viel zu sammeln. Nice. Bam. Ich glaube, die rote ist die beste. Kommt man aber nicht rein, dann. Okay, ich glaube doch in die grüne. Ja, das passt. Das ist schon mal ein kleiner Secret hier. Wie viele Stempel? 1, 2. Okay.
Da gibt's nix. Die Piranha noch abschießen. Und es gibt auch so unsichtbare. So unsichtbare Blumen. Item, Boxen in Yoshi. Und die sind auch mega assi zu finden und so. Ich werde auf jeden Fall nicht alles schaffen. Und ja, da haben wir auch schon direkt die erste Superwolle. So. Oh, das war nice. Double Kill. So, schön alles untersuchen. Und es ist auch voll lustig, wenn Yoshi rennt, verwandelt er sich in ein süßes kleines Yoshi-Auto. Yay. So. Yoshi kann natürlich auch seinen Propellerflug da. Okay, es ist nur in diesem Spiel ein Propeller. Und das sind auch direkt die ersten Herzen. Und ja, das sieht schon süß aus. Wenn der Yoshi rennt, dann verwandelt er sich in ein Auto. Wenn... Also ich dachte, das sieht aus. Voll putzig. Stampfattacke in Hammer. Und... Ding, Propellerflug ist halt Mopeller. So, mit diesem grünen Teil, da konnten wir uns jetzt unsere Wolleier da aufladen. Sehr praktisch, die Dinger. Vor allem, weil uns die Eier ausgehen. Und wir haben schon 10 Stempel. Schon viel. Schon gut. Ich glaube, das erste Level schaffen wir auch ohne was zu verpassen. Und es gibt auch Checkpoints in dem Spiel, die geben einem Herzen. Auch sehr oft praktisch, bestimmt. So, wir haben die dritte Blume, also noch nichts verpasst. Nur Superwollen haben wir noch nicht so viele. Warte mal, hier kann man rein. Genau, für die Superwolle. Nichts verpasst, nice. So, Checkpoint, da verwandeln da auch alle Gegner in Herzen, die im Screen sind. Kommt in die Röhre rein? Ja, kommt man. Oh, hier sind 3 Fragezeichen. Blumen. Oh, so viele große. So, bam. Dritte Superwolle. Und dann noch hier. Bam, ein Geschenk. Oh, nice, Double. Ja, genug Herzen haben wir. Und ja, ich glaube, wir haben jetzt hier alles in einem Secret. Wäre zumindest komisch, wenn nicht. So, gut, alle Stempel auch. Aber wir haben jetzt 13 Stempel. Ah, da geht's auch rein. Ne, da kommt man ja auch da unten hin. Genau. Man kann auch öfter fliegen, das ist auch sehr praktisch. Das mag ich auch in den Yoshi-Spielen. Bei Mario Bros. Geht es ja nicht so leicht. Oh, scheiße, egal. So, jetzt müssen wir hier richtig werfen. Dann steht da eine wunderschöne Blume. Yay. Und ich würde mal gerne noch ein paar Stempel bekommen. Wenn erst wieder Herzen kommen. Superwolle, ja. Als ob, ich will es aber keine Stimme verpassen. Ich habe safe verpasst. Ich schaffe niemals das erste Level zu 100%, das ist voll traurig. Wo kommt ihr her? Da gibt's aber was, ein Secret. Irgendwo, ja genau. Ja, nice. Bitte Stempel, komm schon. Warum nur einer? Es fehlen noch 5. Oder vielleicht. Oder vielleicht haben wir doch alles. Okay, es entsteht nochmal eine Blume. Ja genau, weil hier ist auch noch so ein Stempel-Secret. Und Superwolle. Wir haben nicht mal alle Blumen, oder? Nee, hä? Wo ist die letzte? Warte mal, das kann nicht sein. Nein, 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 nein. Ich habe nichts verpasst. Nein, ich habe nichts verpasst. Genau, hier ist nämlich noch was. Komm schon. Nein, warum nur Blume? Warum denn nur Blume? Ja! LOL, okay, 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 okay. Wir haben nichts verpasst. Alles 100%. Und wir haben natürlich ein Bonusspiel. Puh, jawohl. Direkt im ersten Level ein Bonusspiel. Jawohl, das habe ich immer gehasst in dem Spiel. Ich habe das Spiel auch noch nie durchgespielt, also... Eigentlich wird es blind ab so Welt 3 oder so. Ich spiele, hab das auch Spiel sehr selten gezockt. So, 20 Herzen. Alle 5 Blumen. 5 Supervolten und alle 20 Stempel im First Try. Nice. Das wird da wahrscheinlich auch nur in dem ersten Level gewesen sein. Weil ab dem nächsten wird es immer Sieger.
So, in dem Bonusspiel müssen wir jetzt also Früchte sammeln. Ich werfe nur, dass so schnell wie möglich vorbeigeht. Okay, wird auch passieren. Genau. Nicht so viel Zeit darin verschwenden und direkt weiter. Da gibt's eh nur ein paar. Wie heißen die Dinger? Pff. Juwelen. Ich nenne jetzt einfach Juwelen in dem Spiel. Oder Diamanten, ich weiß nicht. Du hast einen Trickanstecker erhalten, mit dem du Level überspringen kannst. Er ist nur im Modus entspannt verwendbar. Alles klar. Also direkt unnötig. Und wir haben einen Yoshi freigeschalten durch unsere 5 Superbollen. Die können wir auch immer verwenden. Und zwar, was ist denn das? Blumen-Yoshi wurde wieder zusammengehäkelt. Ah, alles klar, aber den will ich nicht. Auf dem Yoshi-Pavillon kann man die Yoshis auswechseln. Okay. Genau, das zweite Level freigeschalten. Da hüpft direkt ein Schalke herum. Das sieht ja gar nicht so gut aus. Und ja, machen wir gleich weiter damit. Ja, Welt 1-2. Wald der Hüpfbäume, los geht's. Trickanstecker, tausche Juwelen gegen Anstecker, die Yoshi Fähigkeiten verleihen. Genau, das heißt, die heißen Juwelen. Dann nennen wir sie halt Juwelen. Ist auch recht. Wald der Hüpfbäume, also auf jeden Fall was mit Bäumen. Und Hüpfen. Hüpfbäumen, ja. Ah, sind das die Hüpfbäume, okay. Und direkt eine nice Musik. Und direkt ein Secret. Mit ein paar Herzen. Ne, das Spiel ist einfach so glücklich und so für Kinder gemacht irgendwie. Aber höllenschwer, das ist so scheiße. Das kann doch nicht sein. Ich werde für das Let's Play leiden. Aber das wolltet ihr ja. Nicht leiden sehen. Auch wenn bei Donkey Kong ich auch gelitten hätte. Yoshi wolltet ihr halt lieber. Gibt es irgendwo ein Secret? Ja, da oben sind Wolken, wo man draufstehen kann. Nur vielleicht auch hier unten. Es kann einfach überall sein, das ist so schlimm. So, Yoshi, geht das über Rolle? Jawohl. Aha. So Secret-Juwelen gibt's auch. Und natürlich kein Stempel. Warum auch? Oh Gott. Ach, nochmal eine Superwolle. Guck mal an. Zweite, oder? Ja. So. Nochmal ein Scheiger. Was wollten ihr alle? Ihr habt alle keine Chance. Gegen den Super-Yoshi. Der euch alle auffrisst. Weil ihr nichts könnt. Wie auch immer man Wolle fressen kann. Noch mehr Herzen. Damit haben wir jetzt die 20 geschafft. Okay, nochmal ein Juwel. Ich hab da aber nochmal ein Secret gesehen. Aha, aha. Was ist denn das hier? Eine Blume. Die zweite, Gott sei Dank. Okay, wir haben immer noch nichts verpasst, lol. Hä, ist aber nichts ist. Ja, aber hier ist doch irgendwo was. Kommt das noch? Bäm, Multikill. Nice. Hä, kommt das noch? Ah ja, es kommt noch, okay. Ja, die ersten Level kenne ich natürlich. Oh Gott. Pff, lassen wir das lieber. Machen wir es lieber anständig. Ja, genau, das kommt noch. Gut. Ihr dürft noch nichts verpasst haben. Gib alles her. Oh ja, da kann man auch. Ach, es gibt schon direkt eine Verwandlung in dem Level. Oh man. Oh, und heftig viele Juwelen. Wehe, kein Stempel. Eben. Wir haben noch nicht mal die Hälfte an Stempel. Und Eier haben wir auch keine. Okay, hier gibt es noch 2 Stempel. Und eine Blume. Aber da gibt es doch. Ah, ne, das war das Secret, ne? Ach, keine Ahnung.
Gehen wir einfach weiter. Nochmal ein Checkpoint und ab zur Verwandlung. Wir werden zu Regenschirm Yoshi, ja, alles klar. Schirm Yoshi, drücke B, um den Schirm zu öffnen und zu gleiten. Okay, wir müssen jetzt so viel wie möglich von denen Dinger sammeln. Ah, okay, das ist so eine Steuerung. Okay, alles gut, ja. Weil man kann hier auch locker easy Stempel verpassen. Hallo, gib mir Zeit, gut. Weil wir haben auch nicht so viel Zeit. Noch mehr Zeit. Ja, oh nein, was ist denn das jetzt hier? Nein. Ja! Wir haben es doch geschafft. Und wir haben auch ganz viele Stempel bekommen und noch mehr Herzen. Ey, ich brauche doch gar keine mehr. So, hier gibt es eigentlich auch immer einen Stempel. Genau. Ach, uns fehlen ja nur noch 3. Scheiße, ich brauche ein Ei. Nein! Wenn ich jetzt verkacke, weil ich diesen Fehler gemacht habe. Nein, ich habe nicht verkackt, deswegen. Ich hasse sowas. Okay, dann können wir nachladen. Ach komm, gib mir nochmal Herzen, bitte. So, hier ist nochmal ein Secret. Ich bekomme immer Herzen, wenn ich keine brauche. Schon mal aufgefallen? Okay, kann ja gar nicht eigentlich. Ah, hier war das, okay. Hier gibt es nochmal so ein Geschenk. Genau. Mit einer Blume. Und es war auch noch nicht die letzte. Okay, es geht immer noch weiter im Level. Bitte Herzen, ich habe nur einen Fehler gemacht. Bitte, Nintendo. Es ist doch ein erstes, zweites Level. Please. Okay, man kann 6 Eier haben. Nein. Gib mir Herzen, perfekt. Ich geb mir jetzt Herzen. Ich verkack das jetzt nicht. Ja! Bitte genug. Ja, okay. Wenn wir jetzt noch einen Treffer kriegen, ist vorbei. Nein. Ich gehe das Risiko nicht ein. Nein, chill. Alter, komm. Hallo. Stempel, nein, bitte. Ja, wir haben wieder 100% im First Try. Ist ja geil. Und wieder Bonusspiel, ich liebe euch so. Gut. Geiler erster Part. Alles im First Try geschafft. Gott sei Dank. Okay, so wird es eh nicht weitergehen. Aber die erste Welt sollten wir hoffentlich schon gut rüber. Ja. Die erste Welt sollten wir schon locker schaffen. Sonst kann ich das Play gleich beenden. So, Bonusspiel, yay. Beste. Wie soll das möglich sein? Ja, alles klar. Gut, dann Leute, würde ich sagen, was für den ersten Part von Let's Play Yoshi's Woolly World. Wir gucken noch kurz an, welchen Yoshi wir freigeschaltet haben. Und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Ich hoffe, euch gefällt das Let's Play. Und ja. Lasst auf jeden Fall ein Like da. Wenn es euch gefällt. Nochmal einen neuen Trickanstecker. Und einen neuen Yoshi. Oh, jetzt habe ich das übersprungen. Sieht aber aus wie so ein Baum-Yoshi oder Wald-Yoshi. Und wir haben Ketten und Level freigeschalten. Alles klar. Gut. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Part. Haut rein. IT-Gamer und ciao.